Bauabschnitt 5 ist durch. Boah. Es wurde hauptsächlich hier vorne gebaut, an den vorderen Teilen. Wir gehen mal wieder nochmal ganz kurz durch. Es gibt hier ein paar Sachen, die man ein bisschen schwer bauen kann. Wir haben jetzt hier genau wieder das Gleiche. Wir bauen hier vorne was dran und dann im nächsten Bauabschnitt gehen wir plötzlich nach hinten. Ja, egal. Dann gehen wir wieder in die Mitte. So, bauen wir da wieder ein bisschen was. Und dann wieder ein Stück nach hinten. Also, ja, es wird jetzt nach vorne weiter gebaut. Ich wollte mal kurz gucken, es gibt dann hier immer wieder so Ecken, die man irgendwo reindrücken muss. Also da muss man schon teilweise mit dem Finger böse aufpassen. Ja. Hier ist dann der zweite Aufkleber dran. Auch den habe ich drauf gemacht. Wie gesagt, mit dem Modell habe ich ja noch was vor. Dann geht es hier vorne weiter. Hier bauen wir wieder ein bisschen was dran. Ja. Wir haben hier hinten jetzt plötzlich wieder aufgehört und bauen hier vorne weiter. Okay, die Achse wieder verlängert. Ja, hier vorne wieder ein kleines Zahnrad drin, wieder nach vorne. Dann hier ist wieder so, hier ist auch so eine Sache. Man baut hier einen Fünfer mit zwei blauen Pins. Und das muss man dann erstmal irgendwie so reinhebeln und dann von hinten dran drücken. Ja, ich sag mal so, Finger waren schmerzhaft. So. Dann bauen wir hier ein Zahnrad hin. Und daneben noch ein bisschen Halterung. Ja, das wird dann hier zugebaut. Sage ich gleich noch was dazu. Hier auch wieder so eine Konstruktion. Es ist, ich weiß nicht, wie man das am besten, vielleicht so. So sieht man das aus der Position, wie ich sitze, wie das nur zusammengebaut wird, wo kommt hier was hin und so. Da muss man wirklich nah rangehen, damit man das irgendwie erkennt. Und das baut man dann hier unten wieder rein, auch wieder so reingehebelt. Dann wird das nach vorne alles fixiert. Und dann bauen wir zum Schluss Zahnräder ran. Zwei Zahnräder an die Seite. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Und da gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe. Aber ja. Vielleicht habe ich auch gerade das Verständnis nicht dafür. So. Wir haben das hier gebaut. Ja, ganze Seitenteile. Das Dach befestigt. Und hier drin das Teil mit dem Aufkleber. Ja, ob das nun schön aussieht, das möge jetzt jeder für sich selber. Druck wäre schon schön. Ne? Aber ja. Gut. Und den haben wir ja hier vorne gebaut. Ja, so sieht das jetzt von vorne aus. Massig Konstruktion. Also, wie gesagt, das kann nur ein externer Entwickler machen. Sowas ist. Ich habe von keinem Set-Anbieter sowas bisher als Eigendesign gesehen. So eine Massivkonstruktion hier. Und ja, was mich hier gerade irritiert, ist das hier unten. Wir haben jetzt das Zahnrad hier und haben rundherum alles zugebaut. Und jetzt frage ich mich, wie geht das da mit dem Zahnrad weiter? Und hier ist jetzt Platz. Dann haben wir hier nach rechts und links die auch nochmal Zahnräder gebaut.
wo auch immer die dann hingehen werden. Mal gucken. Also ich bin nur sehr gespannt, wie das hier und was hier oben mit dem Zahnrad ist. Das kann ja eigentlich dann wirklich nur noch der Motor sein als Antrieb, den man entkoppeln kann. Welchen Sinn das macht, boah, keine Ahnung. Hier außen haben wir auch was Komisches gebaut. Also es wirkt erstmal komisch. Das ist eine Dreiachse mit zwei Abstoppern rechts und links, jeweils ein. Was das für eine Bewandtnis haben wird, wir werden sehen. Ich gucke auch nicht nach, ich lasse mich überraschen. Bin da sehr entspannt. Es interessiert mich, aber ich lasse mich dann beim Bauen überraschen. So finde ich das angenehmer. Hier ist auch, der ist auch noch lose. Ich vermute mal, dass das irgendwas mit der Lenkung dann zu tun haben wird. Der ist auch lose hier. Ja, wir werden sehen. Ich denke gerade drüber nach. Das Einzige, was mir vorstellen könnte, dass hier ein Differential reinkommt. Weil ansonsten kommt ja hier kein Zahnrad mehr ran, dass man das Differential dann irgendwie so an die Seite dran schiebt, an das Zahnrad. Das könnte sein. Das werden wir aber dann natürlich sehen, wenn es soweit ist. Ja. Wir hatten Bauabschnitt 5. Ich habe meine Statistik noch mal kurz erweitert. Ich zähle jetzt die Motoren extra und die Aufkleber werde ich extra zählen. Und in dem Bauabschnitt sehen wir hier ein Aufkleber, 0 Motoren ist klar. 37 blaue Pins, 48 schwarze, 29 andere Pins und 124 Teile. Macht zusammen 238. Und in der Gesamtübersicht sehen wir, das war der bisher kleinste Bauabschnitt. Von den Teilen her. Ja, der erste war immer noch der allergrößte hier. Ja. Da sind wir bei 1763. Ich werde mal was versuchen. Und zwar der Sembo gibt ja 3614 an. Da machen wir jetzt einfach mal 3614 formatieren, negativ in Rot. Da sehen wir. Wir haben noch nicht ganz die Hälfte geschafft. 1851 haben wir. Ich kann ja mal. Ich werde die mal formatieren. Auf tausender Punkt. Tausend. 851 haben wir noch zu verbauen in den restlichen 5 Abschnitten. Gut. Teile qualitativ war jetzt nichts auffällig. Die Es gibt teilweise Konstruktionen. Ich sag, ich guck mal, ob ich es vielleicht sogar noch mal finde. Man baut manchmal extern Teile, also nebenbei, wie hier. Hier haben wir es.
Ja. Und die setzt man dann hier vorne dran. So, und jetzt kann man mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier waren es, glaube ich, 9 und es gab auch noch irgendwo was mit 12, wo man 12 Pins auf einmal reindrücken muss. Und das ist, boah, haarig. Die lassen sich teilweise wirklich, also so eine Masse an Pins reinzudrücken. Ich glaube, da können die Pins gut genug sein. Das ist immer irgendwie sehr, sehr fummelig und hart. Und dann geht einer nicht rein und dann musst du drücken und musst dir Hilfsmittel suchen, wie du die Pins ein bisschen drückst. Und ja, das ist nicht die beste Bauidee. Gut. Wir haben es aber überlebt. Die blauen Pins sind ein bisschen härter. Also wenn ich jetzt nur gesamt betrachte, ich habe immer gesagt, das ist okay, aber man merkt jetzt schon, wenn man je mehr verbaut, dass die Finger ein bisschen wehtun. Aber ist noch okay. Also wir haben es schon schlimmer, viel, viel schlimmer erlebt. Bei Sets von anderen Herstellern. Insofern kann man noch damit leben. Gut. Das war's für den Bauabschnitt. Das haben wir jetzt fertig. Ist schon schön groß und schon gewaltig. Ich sehe, dass die Farbdarstellung ein bisschen unkomisch ist. Die Pins sind normal blau. Hier im Video sehen sie so hellblau aus. Nee, die sind dunkelblau. Weiß nicht, warum die Kamera das so macht. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, wann ich weitermache. Irgendwann kann auch mal eine Pause zwischendrin sein. Ne? Bis dahin. Tschüss.